zweiter Text heißt Zuhause oder eine Ode an die Liebe. Als meine größte Stärke würde ich wohl Lieben bezeichnen, wobei vielleicht ist das auch meine größte Schwäche, denn aus viel Lieben folgt auch viel Liebesbedürftigkeit. Und wenn man diese Erfüllung an den falschen Orten sucht, landet man mitunter im Straßengraben der Leere. Im Straßengraben der enttäuschten Hoffnungen, falsch verlaufender Momente und ausgesprochener, aber unerfüllter Wünsche. Und naja, das tut weh. Das kann ich aus Erfahrung sagen, aber das kann wohl jeder aus Erfahrung sagen. Darum hört man wirklich oft, sei unabhängig, binde dich an nichts und bau dir selbst dein eigenes Glück. Lebe, wie du willst und wie es dir Spaß macht, aber bloß nicht von irgendwas oder irgendwem abhängig werden. Man könnte ja im Straßengraben landen. Mach dein Ding und mach, was du willst, aber bleib bloß selbstständig, denn du allein bist der Schöpfer deines Glücks. Und denk dran, du kommst an erster Stelle, erstmal du, dein Glück und deine Zufriedenheit. Doch kommt Glück nicht gerade von Selbstlosigkeit? Doch, naja, man hört es oft. Sei vollkommen unabhängig und nur durch dich glücklich. Doch was macht dann jemand wie ich, so ein Softie, der nun mal irgendwie nicht unabhängig ist? Jemand, der viel zu geben hat, aber auch viel braucht. Und ich weiß, ich bin da nicht die Einzige, auch wenn viele es nicht zugeben. Aber ich glaube, das geht vielen so. Und was ist eigentlich das Gegenteil von abgestumpft? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich bin es. Es passiert den Softies dieser Welt heutzutage so oft, vermutlich nicht nur heutzutage. Man liebt und investiert und gibt sich her und dann, naja, dann nichts. Keine, was eigentlich? Erwiderung? Würdigung oder einfach aufrichtige Wertschätzung? Aber nein, man ist so das nervige Sensibelchen mit dem Hang zum Drama. Und ich bin das sicher auch, aber das ändert nichts, denn ich ändere mich wohl nicht so schnell. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie unglücklich wäre. Es gibt ja noch was, was ich noch nicht gesagt habe. Ich werde ja auch nicht im Selbstmitleid oder so versinken, das liegt mir nicht. Beziehungsweise das liegt mir vielleicht zu sehr. Dazu habe ich auch keinen Grund. Es ist nun mal so. Ich bin nun mal so. Wie die ganzen anderen Sensibelchen, ein kleines Etwas, das nicht anders kann, als immer wieder sein Herz zu verlieren und hin und wieder im Straßengraben landet. Ich bin abhängig, aber ich habe gemerkt, das will ich auch sein. Abhängig. Von dem, der mich wieder rauszieht aus dem Straßengraben. Und wegen ihm werde ich wohl niemals aufhören zu lieben. Ich bin so ausgelaugt und leer und er macht mich so voll und nimmt mir einfach jeden Groll gegen das, was mir eigentlich nicht reicht, denn mit ihm reicht es. Seine Liebe ist nicht seicht, sondern sie ist tief und erfüllend und aufwühlend. Sie ist wärmend, wenn mir kalt ist, aber sie ist auch lindernd und kühlend. Erfüllt alle meine Bedürftigkeit aus und holt mich aus der Einsamkeit und Ungewolltheit raus, die manchmal in mir haust. Jetzt kann ich immer mehr lieben, damit ich immer bedürftiger bin nach ihm. Vor keinen Gefühlen muss ich jetzt noch fliehen. Wenn ich nicht bedingungslos und allesgebend lieben würde, hätte ich vielleicht kein Geliebtwertfass, das gefüllt werden muss. Dann wäre ich vielleicht nicht leer, aber voll mit was? Vielleicht voll mit Unabhängigkeit oder Narzissmus oder Streben nach selbsterschaffenem Glück, aber so will ich nicht leben. Ich will leben für das, was ich geschaffen bin. Ich liebe, ich investiere und ich gebe mich hin. Leer muss ich ja nicht sein, auch nicht einsam. Denn wirklich sicher und erfüllt in dem geborgenen Hort, das bin ich nur an einem Ort. Und da darf ich immer verweilen. Ich muss meine Seele nicht aufreiben, um glücklich zu bleiben. Ich will keine Unabhängigkeit, denn was gibt es Besseres, als von jemandem abhängig zu sein, der dich nie enttäuscht, sondern immer frei macht von Trauer und Unersättlichkeit. Nie mehr in falschen Orten suchen und das versuchen, was unmöglich ist, sondern alles hergeben, was man kann. Wer sagt denn, das ist nicht immer dran, das laugt dich nur aus. Wer das sagt, der hat noch nicht erfahren, wie es ist, wirklich verfahren zu sein und dann von ihm gefunden zu werden. Jeden Tag und einfach immer geliebt zu werden von dem größten und besten Lieber, den es gibt im Himmel und auf Erden. Deswegen mache ich so weiter, das kleine Sensibelchen. Und wenn ich mal im Straßengraben lande, dann macht das auch nichts. Denn da ist ja jemand, der mich da rausholt. Und dann bin ich da, wo ich immer geliebt und sicher bin. Zu Hause. Dankeschön.